Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Let's Play Maniac Mansion. Ich habe das Spiel früher mit dem Nachbarsjungen gespielt und ich weiß nicht mehr, auf welchem System das war, keine Ahnung, zu der Zeit hatte ich noch kein wirkliches Wissen darüber, dass diese ganzen Computer, die er da stehen hatte, dass das eine vielleicht ein Amiga war, das andere 1064, das hat für mich damals noch keine Rolle gespielt. Hauptsache, da waren tolle Spiele drauf. So, wir wissen, dass unser guter Dave hier, der hat eine Freundin namens Sandy und die wurde entführt. So, und jetzt müssen wir dann aus unserer Clique zwei weitere aussuchen, die dann mit uns auf Rettungsmission gehen in diesem Herrenhaus eines Verrückten. Ja, Spiel, ich weiß, wir sollen noch zwei Kinder aussuchen. So, dann machen wir das mal. Dave ist Sandys Freund, genau, Organisator der Rettungsaktion. Den muss man mitnehmen. So, und dann gibt es noch Sid, ein aufstrebender Musikant, der eine eigene New Wave Band gründen will. Dann hätten wir Michael, ein preisgekrönter Fotograf für die Schülerzeitung. Vielleicht so einer der Streber in der Gruppe. Wendy möchte gerne Schriftstellerin werden und wartet auf den Durchbruch. Aber ich glaube, der wirkliche Streber im Team ist er. Der liebe Bernhard, Präsident des Physikclubs und Gewinner des Eierkopfpreises. Ja, da guckt auch. Oh. Ich glaube, früher hatten wir immer ihn dabei und einen von den blonden Herren. Da bin ich mir aber nicht mehr so ganz sicher. Razor, Sängerin der Punkband Razor and the Gummities. Was auch immer das heißt. Und dann hätten wir noch. Nein. Jeff hängt normalerweise am Strand rum und hört auch auf den Namen Surfer Dude. Ja, ich glaube, wir hatten immer den Surfer Dude und Bernhard, glaube ich, dabei. So, jetzt fällt die Entscheidung schwer, aber ich habe mir schon vorher Gedanken drum gemacht, mit welchen Kindern ich spielen will. Und zwar der Nachbarsjunge hieß Michael, deswegen geht auf jeden Fall Michael mit. Und ich möchte ein Mädel dabei haben. Und dann nehmen wir Razor mit. Und dann schauen wir mal, wie wir damit klarkommen. Weil die Kinder haben verschiedene Fähigkeiten. Und damit muss man die Rätsel auf verschiedene Arten und Weisen lösen. Ich meine mich zu erinnern, dass es mit jedem Team möglich ist, das Spiel zu beenden. Da bin ich mir aber nicht mehr 100% sicher. Ich hoffe jetzt das Beste mit diesen Kindern und wir starten mal rein. Vor genau 20 Jahren. Okay, hier sind wir beim alten Haus. Hier hat Dr. Fred Sandy verschleppt. Wir müssen sie da rausholen. Das könnte gefährlich werden. Wenn jemand aussteigen will? Ich habe gehört, Dr. Fred sei ganz nett. Hat einer von euch diesen Film gesehen? Vier Kinder gingen in dieses Haus und vergesst das lieber. Okay, jetzt holen wir Sandy da raus.
Ich weiß nicht, auf welchen Film er angespielt hat, aber ihr wisst es mit Sicherheit. So, meine Lieben, wir ziehen dann mal los. Ich bin mal gespannt, wie viel ich noch von dem Spiel weiß. Kurz orientieren. Wo haben wir das einfache Ansehen? Gehe zu, schließen, gib, lies. Ich glaube, das konnte man lesen, oder? Schild. Warnung, Eindringlinge werden schrecklich verstümmelt. Ah, ich glaube, was ist es, das, was ich gesucht habe? Genau, dann kann man halt auch mit dem Mauszeiger drüber gehen und dann werden die Ankerpunkte da noch angezeigt. Okay, das habe ich gesucht. Und wir gehen mal Richtung Herrenhaus. Da sind ja mysteriöse Dinge vor 20 Jahren vom Himmel gefallen. Wir werden schauen. So, ist alles total ungruselig. Muss ich keine Gedanken machen? Nein. Wir gehen nur in das Herrenhaus eines Wahnsinnigen. Sonst ist alles gut. So, da hat das Handbuch schon gespoilert oder zumindest einen Hinweis gegeben, wie man hier reinkommt. Aber ich meine mich zu erinnern, genau, das, da gab es Bücher. Ah, da kommen Erinnerungen hoch. Genau, die konnte man wegräumen. Konnte man das dahinter öffnen? Gitter. Es ist verrostet und geht kaum auf. Vielleicht braucht man dort jemanden, der stärker ist von den Kindern. Das weiß ich nicht mehr, aber das wusste ich noch. Und hier gibt es dann noch einen Briefkasten, genau. Können wir die mal bitte öffnen? Nee, nicht öffne, zeige. Das soll wahrscheinlich das Fähnchen sein. Ich will den Briefkasten öffnen. Briefkasten. Können wir da reinschauen? Lies, gib, zieh, gehe zu, öffne. Wir machen mal Maß ist. Briefkasten. Hä? Ach so, das ist ja nur, was ist es wirklich nur dann mit dem Mauszeiger die Sachen angezeigt bekommen? Na gut, dann schauen wir mal, dass wir ins Herrenhaus reinkommen und zögern das Unvermeidliche nicht raus. Zumindest kann ich mir einigermaßen sicher sein, dass es in diesem Spiel keine Sachen gibt. So, dann machen wir mal, ziehe den Teppich. Fußabtreter. Genau. Wer von euch hat unter der Fußmatte vor der Tür einen Haustürschlüssel liegen? Also ich nicht. Und das ist, glaube ich, gut so. So. Wir nehmen mal den Schlüssel und dann machen wir Benutzer Schlüssel mit Haustür. Ja, Schaka. Dann gehen wir mal rein. Rein in die gute Stube. Uns wird nichts passieren. Ja, da kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Ach ja, ist das schön. So, wir machen mal, was ist. Da hatten wir eine Großvateruhr, eine Tür. Da ging es, glaube ich, in die Küche, wenn ich mich recht entsinne. Genau, mit den Kobolden hat es ja auch was auf sich gehabt. An was man sich alles erinnert nach so vielen Jahren. Ist schon faszinierend. War da in die Küche? Wir gehen mal jetzt einfach mal. Ah, nee, Quatsch. Ich glaube, die Tür hat man, glaube ich, mit dem Ding da aufgemacht. Dann war das da hinten, glaube ich, die Küche. Ja, ich erinnere mich. Da kommen jetzt gerade ganz viele Erinnerungen hoch. So, mach mal die Tür auf. Ist da drin die Küche? Spiel macht es nicht so spannend. Genau, das ist die Küche. Ah. Nun, meine Liebe, gefällt's dir hier? In ein paar Minuten ist alles vorbei. Meine Maschine saugt dir dann dein süßes Gehirn raus. Damit kommen sie nie durch. Dave und seine Freunde werden mich retten.
Sie und der Meteor können einpacken. Das glaubt auch nur sie. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Okay, Sandy ist ein tapferes Mädel. Müssen wir schauen, dass wir die irgendwie gerettet bekommen. So, da, das sieht schwer nach Taschenlampe aus. Taschenlampe aus. Nehmen wir bitte mit. So, dann... Ja, diese Mikrowelle. Da müssen wir noch was mit tun. Soll man zwar eigentlich nicht tun, aber ich glaube, das muss man tun, einfach der Vollständigkeit halber. So, diese Kettensäge können wir doch, glaube ich, mitnehmen, ja. Aber war das nicht so was, was man gar nicht im Spiel dann nachher benutzen konnte, die Kettensäge? Ihr hattet letztes Mal noch bei irgendwas anderem auf diese Kettensäge angespielt. So, die Messer sind an der Wand festgeklebt. Oh oh. Du willst was essen? Komm doch her. Nein, 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 lass mal stecken. Lass mal stecken, du bist gruselig. Du bist gruselig. Lauf. Lauf, Dave. Lauf um dein Leben. Tür, geh zu. Dave. Ich hab dich. Schitte. Kann man im Spiel sterben? Ich weiß das. Das weiß ich nicht mehr. Nee, wir landen in dieser Kerkerzelle. Wie dumm von mir. Ich hätte dich ans Bett fesseln sollen. Hey, der ist noch minderjährig. Okay, komische Geräusche. Oh, hi. Irgendjemand hat es nicht rausgeschafft, aber ich glaube, ich weiß noch, wie man hier rauskommt. Geheimlabor. Das finde ich erstens cool, dass man das auch auf Deutsch übersetzt hat. Und die Rechtschreibung ist ein bisschen fragwürdig, auch nach diversen Rechtschreibereformen schreibt man das immer noch nicht so. Könnte man bei dem Skelett irgendwas nehmen? Ich frage mich, ob wir den kennen. Also können wir nichts mitnehmen. So, aber hier raus kann man doch... Da war hier irgendwo, war doch, glaube ich, was zum Drücken. Irgendwie ein Stein oder irgendwas. Da war irgendwas... Nee, mit dem Kerzenlicht aber, glaube ich, nichts. Aber hier kann man doch, glaube ich, irgendwas drücken. Ah, da war was. Nee, vergittertes Fenster. Irgendwo was. Komm, Spiel, lass mich nicht im Stich. Nee, das war wieder das Fenster. Oder muss man da vorher irgendwas getan haben, damit man das sieht? Oder steht er vielleicht mit seinem Körper davor? Ich weiß, dass es hier der Kerzenhalter... Oder muss man den ziehen? Ich könnte schwören, dass es hier irgendwo einen Stein zum Drücken gab. Nee, da ist zu wenig Platz. Mach mal zieh... Kerzenhalter. Das kann ich nicht bewegen. Da war der Knopf mehr hier. Ah, ich will hier raus. Ich habe versucht wegzulaufen, aber... Ah, Moment, da war lose irgendwas, oder? Ich habe versucht wegzulaufen, aber dann hat er sich hinten so in die Ecke gestellt und dann... War es zu spät. Da war doch gerade irgendwas. Skelett? Da. Loser Stein. Haben wir gefunden? Können wir die bitte drücken?
Ach stimmt, dann. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass man so am Anfang des Spiels einen im Kerker hat. Da muss man, glaube ich, mit zwei Kindern hantieren oder kann man da schneller sein? Einer muss den Stein drücken und der andere kann entwichen oder so. Lauf mein Bub, lauf mein Bub. Nein, das geht nicht. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt, aber wir schauen einfach mal mit einem anderen Kind. Wenn wir noch andere Kinder. So, Michael, mein Guter. Dann lauf mal los. Die Vordertür ist hoffentlich noch offen. Weil der Schlüssel gerade im Kerker sitzt. Ich weiß nicht, ob ich mir das Spiel jetzt damit verkompliziert habe. Aber dann ist das jetzt so. Denke ich mal. Also nicht mehr der bösen Frau über den Weg laufen. Jetzt wüsste, ist die immer noch in der Küche? Vorsichtig vortasten. Nieße nicht mehr. Also bei dem Kühlschrank vergehen einem alle Ambitionen, irgendwas zu essen. So, da gab es doch Dinge drin. Was ist? Käse? Alte Batterien. Ja, die Taschenlampe ist gerade im Kerker. Salat, die Pepsi-Dose, daran kann ich mich noch erinnern. Und zerbrochene Ketchup-Flaschen. Was können wir davon nehmen? Käse? Die Batterien? Nee, du sollst die nehmen, nicht gehen. Nehmen. Alte Batterien haben wir. Ich glaube, was man mit dem Salat und der Pepsi-Dose macht, ich glaube, das weiß ich noch. Ich glaube, da findet man jemanden, der das essen möchte. So, die zerbrochenen Ketchup-Flaschen können wir auch mitnehmen. Weil ich nicht glaube, dass die für irgendwas sinnvoll waren, aber genauso weiß man nicht. So, wir gehen mal in die nächste Tür. Bin ich hungrig. Da ist Hamster. Sehenden Hamster. Sehenden Hamster. So, wenn der jetzt hungrig ist, geht er jetzt in die Küche. Das heißt, wir machen uns hier mal vom Acker. Michael, rette deinen Hintern. Aber ich glaube, man kam nachher irgendwann auch nur mit einem Kind, glaube ich, aus dem Keller raus oder aus dem Kerker raus. Hoffe ich zumindest. Oh mein Gott. Kann man diese Kerzenleuchter mitnehmen? Nimm. Dum-ti-dum, dum-di-dum. Wo ist der Käse? In unserer Tasche. So, nimm Kerze. Das ist so schwer. Na gut, dann nicht. So, das Essen war, glaube ich, nicht mehr so gut. Ist alter Truthahn. Unverrottender Braten. Ah, dann lassen wir mal schön die Finger von. Hat's mit dem Bild da irgendwas auf sich gehabt, das ein bisschen lädiert ist? Nein. Aber das Bild ist doch, glaube ich, auch irgendwo was von irgendeinem berühmten Maler. So diese schick angezogenen Menschen am Wasser. Ich glaube, da gibt es irgendein Gemälde zu.
So, Kerzenständer, Stuhl. Ich weiß nicht mehr, wo es hier hinging. Oder doch, ich glaube schon. Doch, so ein Lagerraum? Oder? Ja, genau. Sehr schön. So, was haben wir hier? Flasche mit Entwickler. Er ist doch, glaube ich, derjenige, der Fotos entwickeln kann. Tentakelfutter? Ja, warum gibt es das hier? Konservendosen, Glas und Fruchtsäfte. Ja. Erinnerungen. Ja, und... Ja. Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass die Flasche runterfällt und... Ja. Das ganze Zeugs dann woanders landet. So, Tentakelfutter können wir mitnehmen. Konservendosen nehmen wir mit. Die Fruchtsäfte. Und das Glas. So, können wir da noch irgendwas mit dem Gitter tun? Lieber nicht überall Glasscherben. Ja, das muss man auf einem anderen Wege lösen. Ja, Erinnerungen. So, die Tür konnte man, glaube ich, nicht öffnen. Die Tür ist abgeschlossen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist, wo ich das Spiel mit Michael gespielt hätte. Und das ist faszinierend, wie viel man dann noch weiß. Dafür hat man so viele andere Sachen aus der Zeit vergessen. Aber das weiß man noch. Ach, ist das schön. So, wir müssen mal gucken, dass wir Dave irgendwie aus dem Kerker rausbekommen und irgendwie eine Möglichkeit finden, da permanent rauszukommen. So, dass alle Kinder wieder frei sind. Oh je. Na gut. Aber zumindest passiert ihm, denke ich mal, im Kerker nichts. Hoffe ich mal. So, dann gehen wir mal noch durch diese Tür. Da habe ich auch noch ein gewisses Bild vor Augen, was dahinter für ein Raum ist, oder? Passt mein Bild aus der Erinnerung? Ja. Passt. Oh Mann. So. Altmodisches Radio. Genau, einer der Kinder kann, glaube ich, hier das Radio reparieren. Aber den oder diejenige haben wir, glaube ich, nicht dabei. Ah, ich glaube, das kann man aufmachen. Oder? Ja, konnte man. Ja, die Radioröhre nehmen wir mal mit, aber ich glaube nicht, dass wir mit unseren Kindern damit was anfangen können. Mit dem Krempel kenne ich mich nicht aus. Ja, genau, ihr nehmt es noch nicht mal. So, da war doch auch noch irgendwas drin. Genau. Genau, ein Kassettenspieler. Guter alter Kassettenspieler. Und mit dem... Ah ja, hier. Ich hab's gesehen. Ich sehe dich. Ja, da ist ein Schlüssel. In einem Kronleuchter. Den kriegt man irgendwie, glaube ich, zum Runterfallen. Erinnerungen. Da ging's raus, oder? War so ein grüner Boden? Ah nee, da war dunkel. Da ist eine Lampe. Schalte ein. Lampe. Geht es? Ja, geht. Ah, das war die Bibliothek. Okay. Daran konnte ich mich jetzt nicht mehr erinnern, dass sie eine Bibliothek war. Na gut.
Es ist Zeit für unsere erste Pause. Bis gleich.